Neujahr 177, Dennis Bayer. Hallo, der Frühjahr nochmal. Okay, also wunderbar, fangen wir am besten direkt an. Ja. Nennen Sie nochmal ganz kurz Ihren Namen und Ihre Position. Also mein Name ist Holger Fröner, ich bin Pressesprecher des DPAW in Deutschland. Okay, wunderbar. Herr Fröner, was genau macht denn das DPHW? Also das DPAW hat sich erstmal als Bürgerbewegung gegründet, ist deutschlandweit organisiert und will erstmal in den ländlichen Regionen, so ist der grundsätzliche Aufbau geplant, dort überwachende Aufgaben leisten, also wo das die Polizei nachts schon nicht mehr kann, aufgrund des Personalabbaus und des Abbaus eben der Reviere, kommt es eben dazu, dass tatsächlich in ländlichen Regionen da keine Präsenz mehr stattfindet, was zu verstärkten Einbrüchen in einzelnen Regionen führt. Eine zweite Aufgabe sieht das DPAW darin, die Behörden zu kontrollieren, dort wo Gesetze nicht eingehalten werden, eben zur Seite zu stehen und auf sowas hinzuweisen. Was sind denn Ihre Beweggründe dafür? Ja, die Beweggründe sind einfach die Notwendigkeit. Also viele Menschen haben eben das Problem, dass ihnen Dinge angetan werden, die nicht ganz rechtsstaatskonform sind. Und das schleift sich in den letzten Jahren immer mehr ein. Und so kamen eben ehemalige Polizisten, die haben das DPAW ja gegründet und Mitglieder der Polizeigewerkschaft, auf die Idee, da eben selbst eine Bürgerwehr zu schaffen, die dann eben hinschaut und das öffentlich macht. Es gibt ja da doch einige Geschichten. Welche Mittel wenden Sie denn so grundsätzlich an, um die Polizei zu unterstützen? Ja, grundsätzlich, das DPAW befindet sich noch im Aufbau. Also man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass in ganz Deutschland schon alles Mögliche gut organisiert ist. Mittel in den ländlichen Regionen sind eben tatsächlich dann Streifengänge, wenn eine gewisse Personalstärke in jeder Region vorhanden ist, dass man eben guckt, wie sieht das aus nachts, sind da irgendwelche Personen unterwegs auf Grundstücken, die nichts zu suchen haben, oder eben diese andere Geschichte, die ich Ihnen sagte, dass eben dann bei Maßnahmen wie Zwangsräume oder sonst irgendwelche Dinge, wo vielleicht die rechtlichen Unterlagen fehlen, dann eben hingeschaut wird, dass das DPAW Präsenz zeigt und dann eben im Zweifel Polizei hinzuzieht, um das zu dokumentieren. Ist ja auch eines der Ziele des DPAW als strikte Einhaltung der Gesetze definiert. Ja, ganz Genau, genau. verstehen Sie denn darunter? Na gut, wenn ich jetzt ein Beispiel aufführen müsste, da gibt es recht viele Zwangsmaßnahmen, also fanden jetzt oft statt, ohne dass zum Beispiel richterliche Unterlagen unterschrieben waren oder es rechtsmäßige Titel gab, die ihm unterschrieben waren. Da sagen die grundlegenden Gesetze eben aus, dass das zwingend erforderlich ist und wir stellen fest, dass das nicht durchgeführt wird und demzufolge sehen wir da im Handlungsbedarf. Haben Sie dazu überhaupt die Berechtigung, in solchen Fällen zu handeln? Ja, die Berechtigung. Also wir sagen, das ist ja eine Volksbewegung. Also im Prinzip hat natürlich jeder, den das betrifft, selber das Recht zu schauen, was ihm passiert. Und wenn er jetzt Freunde hinzuzieht, wie das in der Vergangenheit immer der Fall war, dann haben die das Recht auch hinzuschauen. Also das ist auch eine Bürgerpflicht, sagen wir, dass man eben hinschaut, was im Land passiert und ob das alles denn mit den Gesetzen übereinstimmt. Das ist aber mehr oder weniger, wenn ich das richtig verstehe, Selbstjustiz, oder? Nein, also von Selbstjustiz grenzen wir uns komplett ab. Also wenn es dann Maßnahmen gibt, die jetzt von staatlicher Seite erfüllt werden müssen, dann rufen wir die Polizei hinzu. Welche Maßnahmen sind das zum Beispiel? Ja, wenn Sie jetzt zum Beispiel auf der Homepage gesehen haben, gab es da einen Vorfall mal, wo ein Gerichtsvollzieher festgesetzt wurde, der also in ein Privatgrundstück eingebrochen ist, oder also ich will jetzt nicht eingebrochen sagen, aber sagen wir mal eingedrungen und dafür keine rechtlichen Unterlagen hatte, also keinen Durchsuchungsbeschluss etc., dann wurde eben die Polizei hinzugerufen, um das eben zu dokumentieren. Wenn Sie jetzt gerade auf den Fall kommen, das waren ja doch sehr gute Maßnahmen, die Sie da angewendet haben, den Gerichtsvollzieher dann auch noch zu fesseln. Ist es denn Usus beim DPHW? Also definitiv nicht. Das DPAW lehnt sämtliche Gewaltmaßnahmen ab. Wir müssen auch sagen, dass weder der Gerichtsvollzieher von der Presse gefragt wurde, noch das DPAW. Es kam zu keiner Fesselung. Also die Vorträge, die wir an der Presse leider lesen mussten, stimmen nicht mit den Tatsachen überein. Es wurde alles filmisch dokumentiert. Dieser Film wurde auch der Staatsanwaltschaft natürlich mit übergeben, also in Form der Polizisten. Und ich kann Ihnen da auch nur raten, da vielleicht im Rahmen einer Medienanfrage mal nachzufragen. Es gab weder Fesselungen noch wurde er handgreiflich irgendwie berührt, dieser Gerichtsvollzieher. Es wurde lediglich dann das Grundstück abgeschlossen, es war also ein Tor und dann wurde die Polizei hinzugerufen. Das war eigentlich alles, was im Rahmen der Festsetzung und das war durch die Paragraphen der Selbsthilfe laut BGB gedeckt, eben durch das DPAW durchgeführt wurde. Aber ein Tor abzuschließen ist doch auch schon Freiheitsberaubung, oder sehe ich das falsch? Das ist jetzt natürlich eine sehr schwierige Frage. Wenn man jetzt ins BGB schaut, also hätte der Gerichtsvollzieher sich ausgewiesen, hätte er Unterlagen vorgelegt, die rechtlich relevant wären, wär das nicht passiert. Da er das alles nicht tat und abgelehnt hat, sich zu legitimieren, musste man davon ausgehen, wir konnten ja auch gar nicht wissen, ist das jetzt ein tatsächlicher Gerichtsvollzieher, dass hier vielleicht eine Straftat vorliegt. Und in dem Augenblick und aber auch nur dann, wenn Fluchtgefahr besteht, sagt das BGB, ist es eben gerechtfertigt, also für jeden privaten Bürger auch schon,
jemanden festzuhalten und den der Polizei zu übergeben. Und genau das ist passiert. Erst dann, als der Gerichtsvollzieher flüchten wollte, um dann quasi es unmöglich zu machen, das festzustellen, erst dann wurde das Tor verschlossen und es wurde direkt die Polizei gerufen. Steht denn momentan das Verfahren gegen die darin beteiligten DPAW-Mitglieder? Können Sie Gut. dazu Auskunft geben? Da es ein schwebendes Verfahren ist, kann ich dazu relativ wenig sagen. Das wird jetzt die Ermittlungen zeigen, was da eben vorgefallen ist. Wie gesagt, wir verweisen immer darauf, es wurde filmisch festgehalten. Der Film wurde den Polizisten mitgegeben, der liegt der Staatsanwaltschaft vor. Und wenn man diesen Film sieht, weiß man, dass da also alles mit ruhigen Sachen zugegangen ist. Es wurde niemand gefesselt, niemand berührt. Es waren alles ruhige Gespräche, auch mit der hinzugezogenen Polizei. Es gab da keinerlei Ausuferungen, wie die Presse die leider dargestellt hat. Sie waren ja vor ungefähr einem Monat auch in Backnang bei Informationsveranstaltungen, oder vielmehr das DPHW. Wollen Sie denn generell jetzt auch in anderen Bundesländern Fuß fassen? Also generell geht der Aufbau ja schon ein Jahr vonstatten. Und zwar auch in allen Bundesländern, immer dort, wo Regionen sind, wo Leute sagen, das interessiert uns, was ihr da macht, stellt uns das vor, gibt es ein Team, was dort Vorstellungen leistet. Das findet wirklich in ganz Deutschland statt und der Plan ist auch, ähnlich der Freiwilligen Feuerwehr, überall Gruppen zu organisieren, die die Aufgabe haben, eben A, nachts abzusichern in ländlichen Regionen, dass da eben keine Straftaten begangen werden und B, eben hinzuschauen, dass dort, wo Maßnahmen von staatlicher Seite stattfinden, dass die rechtsstaatkonform sind. Stark arbeiten Sie denn in den betreffenden Gebieten mit der Polizei zusammen? Ja gut, wie stark arbeiten wir mit denen zusammen, ist jetzt auch wieder eine gute Frage. Wenn ich jetzt nochmal auf diesen Vorfall mit dem Gerichtsvollzieher kommen muss, wenn es irgendwelche Maßnahmen gibt, wo die staatliche Hoheit erforderlich ist, dann wird die Polizei hinzugezogen. Öffentliche Zusammenarbeiten sind angestrebt. Allerdings ist das jetzt eine sehr schwierige Situation, weil man uns ja vorwirft, eine kriminelle Vereinigung zu sein. Und da hält sich die Polizei natürlich zurück. Das DPRW wurde von ehemaligen Polizisten gegründet und da sind auch sehr viele rechtschaffende Leute organisiert, bis hin zu Unternehmern, die das natürlich ablehnen und grundsätzlich sagen, also wir haben mit sowas nichts zu tun. Und jetzt im Moment ist diese Lage sehr angespannt und Sie können natürlich davon ausgehen, dass die Polizei jetzt nicht händeringend oder freudestrahlend auf uns zukommt und sagt, toll, was ihr macht. Also jetzt ist da ein bisschen Zurückhaltung im Moment. Wie kam es denn dazu, dass das DPAW überhaupt als kriminelle Vereinigung angesehen wird? Denn so wie Sie das jetzt beschreiben, ist es ja doch eher harmlos. Ja, ganz genau. Das wird sich hoffentlich auch herausstellen. Also wenn es eine unabhängige Ermittlung gibt, muss ich das so herausstellen, weil eben wirklich die Intentionen nicht in keinster Weise kriminell sind. Und wie es dazu kam, ja, also man hat hier selber in der Zeitung ja gelesen, dass der Innenminister des Landes Sachsen gesagt hat, also wir wissen jetzt nicht, wie wir das einschätzen sollen. Wir sagen einfach erstmal, wir ermitteln in Richtung kriminelle Vereinigung. Es wird sich dabei dann herausstellen, was es wirklich ist. Also das ist das, was der Innenminister dazu sagte. Und so sehen wir das jetzt auch. Die schauen eben. Wurden ja auch einige Sachen beschlagnahmt jetzt bei Hausdurchsuchungen wie Computeranlagen, Telefone und Festplatten. Da kann man ja prüfen, ob jetzt darauf irgendwas Relevantes ist. Aber da wir keine Straftaten begehen und auch der Vorsatz fehlt, sagen wir bis jetzt noch, wenn das rechtsstaatskonform abläuft, lässt sich da nichts feststellen, um diesen Vorwurf zu erhärten. Ihnen werden ja auch immer wieder Verbindungen in die rechte Szene vorgeworfen. Wie stehen Sie denn dazu? Auch das lehnen wir konsequent ab. Also ich habe nicht einen einzigen Rechtsradikalen, so wie ich mir das vorstelle, also mit Springerstiefeln, Bomberjacke und Glatze bei uns gesehen. Im Gegenteil, also es werden ja, wie gesagt, öffentliche Veranstaltungen abgehalten, wo ganz normale Leute hinkommen. Und wenn das irgendwie diesen Eindruck erwecken würde bei diesen Veranstaltungen, dass wir irgendwas tun, wo jemand sagt, um Gottes Willen, das ist rechtsradikal oder das ist vielleicht ungesetzlich, dann wird es ja nicht dazu führen, dass laufend neue Mitglieder in das DPRW eintreten. Und wie ich vorhin schon sagte, es sind ehemalige Polizistenmitglied, es sind Unternehmermitglied, alle Bevölkerungsschichten. Und wir lehnen so ein Gedankengut natürlich konsequent ab, weil wir wirklich rechtsstaatlich vorgehen und sagen, das Grundgesetz, das ist das, nach dem wir uns richten und alle Gesetze, die darauf aufgebaut oder untergeordnet sind, sind einzuhalten. Und das sagt ja zum Beispiel eine rechte Gruppierung nicht. Finanziert sich denn das DPAW überhaupt? Also finanzieren, das ist eine gute Frage. Wir machen das alles ehrenamtlich. Wir sind da Idealisten. Natürlich bekommt keiner Geld dafür. Und es ist vielleicht mal angedacht, dass durch Spenden sowas unterstützt werden kann, aber da sind wir auch noch in einem Nullstatus. Es ist alles im Aufbau und wenn sich über die Zeit zeigt, dass wir sinnvolle Dinge tun, dann kommt vielleicht der ein oder andere auf uns zu und sagt, es gibt eine Spende dafür, aber das haben wir im Moment noch nicht. Und ansonsten ist das, wie gesagt, alles ehrenamtlich und wir machen das aus reiner Nächstenliebe. Okay, wunderbar, Herr Fröner, dann sind wir im Grunde durch. Haben Sie noch irgendwas, das Sie loswerden wollen in Richtung der Hörer? Nein, grundsätzlich eigentlich nicht. Also die Fragen, die Sie gestellt haben, sind ja auch die wichtigen. Die wollen wir auch ganz klarstellen, dass wirklich nicht der Eindruck entsteht, dass wir irgendwie kriminell handeln. Das lehnen wir komplett ab. Wir lehnen rechtes Gedankengut ab. Wir sagen, wir wollen, dass die Rechte eingehalten werden, die jedem Bürger zustehen. Und wir sagen, es ist eine Bürgerpflicht, dahin zu schauen,
Wie Goethe schon sagte, wer in einer Demokratie schläft, könnte in einer Diktatur erwachen und da wollen wir halt Vorsorge treffen. Okay, Herr Fröner. Also vielen Dank, dass es dann doch noch geklappt hat. Ja, ich danke auch. Okay, schönen Gut, Tag noch und tschüss. weiterhin gute Besserung. Danke.